So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir viel erreicht. Wir sind ein Level aufgestiegen und wir sind dem, ich habe vergessen, wie der Club hieß, beigetreten, wo auch die Loretta drin ist. Die hat uns nämlich, ein Stern, ein Stern. Den müssen wir uns mal eben holen hier. Zack, zack, zack. Ah! Nein, du sollst nicht bangen. Du solltest eigentlich stehen bleiben. Los, lauf. Jetzt komme ich da natürlich nicht raus. Es war so klar, es war so klar. Nein, ich beginne meine Folge mal wieder super toll heute. Ja, komm. Versuch wenigstens irgendwie hier rauszukommen. Das kannst du den Zuschauern doch jetzt nicht antun, dass sie jetzt die ganze Zeit zusehen müssen, wie du im Bug drin hängst. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich muss gleich dann, oder? Ah, ich wollte gerade schon sagen, ich muss dann gleich nochmal dazu schalten, wenn ich dann rausgekommen bin. Aber es hat funktioniert. Okay, wunderbar. Mann, 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 Mann. Also ich merke auch schon, dass mein Level grundsätzlich schneller steigt als das Level meines Pferdes. Ja, ich wollte nicht gegen den Baum laufen. Was ist das? Oh, scheiße, ich wollte eigentlich gerade springen. Da ist ein Lagerfeuer. Ich war etwas abgelenkt von dem Lagerfeuer. Ja. Kann ich damit jetzt irgendetwas machen? Nee. Aber es kann sein, dass wir da gleich etwas mitmachen können, sobald wir... Finde Grillset. Ach so, okay, das sind diese Sets, die man kaufen kann. Diese Sets, ja. Doch, es heißt Grillset. So, was haben wir hier eigentlich für einen Hof? Ist auch eine Pinnwand und so, aber anscheinend nichts, womit man irgendwie interagieren kann. Wir laufen jetzt einfach erstmal zu den Ausrufezeichen. Nilmas Hochland. Da ist einer am Schlafen. Ich glaube, mit dem können wir sprechen. Oder? Nee, Moment. Wir müssen zum Zirkuszelt da hinten gehen. Das heißt, müssen wir jetzt hier absteigen? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay, Sunny Princess, warte bitte hier auf mich. Ich sehe nichts mehr. Nein, ich will da rein. Wir lassen uns jetzt die Zukunft vorhersagen. Setz dich, Susanne, lass dich vom allsehenden Idris auf eine Reise des Geistes entführen, um zu erkennen, was das Schicksal für dich auf Lager hat. Entspann dich, damit ich die Antworten besser erkennen kann, nach denen du suchst. Ja, so ist's gut. Jetzt kann ich beginnen. Da wir hier in Jorvik sind, sind Schicksalssprüche mit Pferden besonders beliebt. Aber ich kann noch tiefer in deine Seele blicken, wenn du den Mut dazu aufbringst, meine ich natürlich. Ja, ich nehme die geheimnisvolle Weissagung oder sage mir die Zukunft für mein Pferd voraus. Ich nehme mal die geheimnisvolle Weissagung. Wie seltsam. Was ist jetzt daran seltsam? Nein, ich wollte ein gutes Coverbild machen. Wenn ein Reitlehrer auf einem hohlen Pferd aus den Wolken reitet, ist dies ein Vorbote von Pech. Ehe dies geschieht, musst du den Segen der humorlosen Schweine suchen, um einen ruhigen Morgen zu garantieren. Das Schicksal hat gesprochen. Wirst du alles beherzigen? Nun flieg davon, kleine Taube, und kehre morgen wieder, um zu erfahren, was die Zukunft für dich bereithält. Hab jetzt nur das mit den Schweinen verstanden irgendwie.
Ja, wir gehen erstmal zum Pferd, bevor ich jetzt hier noch komplett verwirrt bin. So, komm, steig auf. So, trotzdem hinter mir soll was sein. Aber so wie ich das mitbekomme, ist das wohl nicht hier, wo der am Schlafen ist, sondern den Weg runter. Oh, das war nicht so günstig. Armes Pferdchen. Moment, Moment, Moment. Das ist aber nicht hier der Weg, das ist oben der Weg, oder? Okay, dann gehen wir oben rum. So, oha. Hier ist schon wieder so ein Mist von diesen komischen Typen hier. So. Ist denn hier jemand? Ach, da. Halt, stopp. Du kannst nicht über die Brücke reiten. Puh, gut, dass ich dich aufhalten konnte. Das hätte richtig schief gehen können. Bist du auf dem Weg in die Erntefeldprovinz? Leider ist das gerade nicht möglich. Wieso? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass die Brücke kaputt ist. Der letzte Winter hat sie vollkommen zerstört. Das Eis hat die Brücke morsch gemacht und große Teile sind herausgebrochen. Die gute Nachricht ist, dass ich hier bin, um die Brücke zu reparieren. Bald wirst du die Brücke also überqueren können. Ich bin Baumeister Donald. Wer bist du? Schön, dich kennenzulernen, Susanne. Wie lange es dauern wird? Ja, also um ehrlich zu sein, kann das schon ein wenig dauern. Ich wusste nicht, dass die Brücke so hoch ist. Ich habe große Probleme mit der Höhe, musst du wissen. Die Schäden der Brücke zu inspizieren, fällt mir also nicht leicht. Du kannst das machen? Wie nett von dir. Reite los und berichte mir dann, wie schwer die Schäden wirklich sind. Ja, machen wir. Mit dem Pferd? Ernsthaft? Muss ich... Ah, Moment. Susanne, reite auf die Brücke und inspiziere alle kaputten Stellen. Achso, ich dachte, da kommt jetzt was Neues. Ach, da hinten. Okay, verstehe. So, mal schauen. Jetzt haben wir jetzt so zwei. Ah ne, hier ist noch was. Ist aber eine komische Perspektive. Ja. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann sagt man halt, ne? Lass mich raten. Das South Silver Gewässer. Ein Weg über das Wasser. Anforderungen erfüllt. Ja, dann reiten wir jetzt mal eben zurück. Was steht denn da oben für eine grüne Flasche? Wie sieht's aus? Ei, ei, ei. Das scheint eine Menge Arbeit zu sein. Fehlende Bretter, Balken, die befestigt werden müssen, Fugen, die verrottet sind und dann wackelt auch noch alles. Wie soll ich das nur machen, wo ich mich doch nicht einmal auf die Brücke traue? Du willst helfen? Oh, danke. Wie nett von dir. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn wir die Brücke reparieren, dann kann ich auch endlich nach Hause, nach Jalaheim. Ich war seit letztem Winter nicht mehr zu Hause. Warum ich nicht die Fähre genommen habe? Ach, ich habe Angst vor Booten. Tiefe Gewässer sind auch nicht meine Spezialität. Gut, dass ich hier eine Dusche habe. Ich hätte mich nie in eine Badewanne getraut. Das ist ja auch ein sehr tiefes Gewässer. Jetzt wollen wir jedoch die Brücke reparieren. Gucken wir uns doch einmal den Plan der Brücke an. Dann wissen wir, wie sie gebaut wurde. Gute Idee, oder? Findest du auch? Gut. Schau nach, ob du ihn in meinen Lastwagen finden kannst, Susanne. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber irgendwo wird er schon sein. Komm dann zu mir und wir beginnen mit der Reparatur. Okay, machen wir das. Eigentlich sollte ich das alles zu Fuß machen, weil das schneller geht, aber... Du hast nichts Interessantes gefunden, okay.
Ach so, muss ich aber immer am Wagen weitersuchen, so wie es aussieht. Okay. Oder auch nicht. Am Wagen ist nichts mehr. Halt, stopp, da ist noch was. Ein Plan, mit dem man arbeiten kann. Anforderungen erfüllt. Hast du den Plan gefunden? Hast du? Gut, dann fangen wir jetzt an. Okay. Hier kannst du den Fortschritt der Reparatur der Brücke begutachten. Wenn der Stapel voll ist, ist die Brücke fertig. Okay. Dann schauen wir uns diesen Plan mal an. Was glaubst du, Susanne? Wo sollen wir anfangen? Mit dem Brückenboden? Ja, das hört sich gut an. Wenn es keinen Boden gibt, dann kann man auch nicht in die Erntefeldprovinz gelangen. Okay, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass ich die Bretter vergessen habe. Oder eigentlich habe ich sie nicht vergessen, aber sie lagen so hoch oben im Regal, dass ich mich nicht auf die Leiter getraut habe. Die gute Nachricht ist, dass ich alle Maschinen habe, um einige Bretter zu machen. Gut, oder? Sie standen im Lager auf dem Boden, also habe ich sie einfach mitgenommen. Sägemaschine, Hobelmaschine und Imprägniermaschine. Alles im Lastwagen. Sie sind noch nicht montiert. Nimm diese Werkzeugkiste und montiere die Maschinen. Komm dann zu mir zurück. Ja, das machen wir doch. Die Frage ist nur, ich gehe jetzt wirklich mal vom Pferd runter. So. Ich würde zwar unheimlich gerne alles mit dem Pferd machen, aber ich bin so irgendwie ein bisschen, also sie ist einfacher zu steuern, finde ich. Oh, Maschine montiert, okay. So. Weil das Gute ist, wenn man hier loslässt, bremst sie. Und das ist beim Pferd eben nicht so. Na komm. Gut gemacht, Susanne. Jetzt sind die Maschinen fertig und wir können Bretter für die Brücke machen. Warum denn? Gut, dann können wir jetzt anfangen, Susanne. Ich kann schon fast den Duft von Jarlaheims Hafen riechen. Auf zur Arbeit. Jetzt brauchen wir nur noch Baumstämme, aus denen wir Bretter machen können. Wo ich Baumstämme habe? Ich glaube, die habe ich vergessen. Weißt du, wo es hier in der Nähe gute Baumstämme gibt, Susanne? Beim verlassenen Garten, der auf dem Weg nach Moorland liegt. Gibt es solche Baumstämme? Hört sich gut an. Aber sie müssen auch von guter Qualität sein. Hol mir also mal so einen Stamm, dass ich ihn inspizieren kann, Susanne. Ja, machen wir doch glatt. Ich bin zwar nicht dafür, dass man den ganzen Wald kaputt macht, aber damit wir hier endlich mal weiterkommen, müssen wir das ja leider machen. So, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt erstmal den Weg, glaube ich, wieder runterreiten, ne? Ja, sieht ganz so aus. Ach nee, nicht runterreiten, zu diesen einen, ja, Örtchen. Ich wollte schon fast Gestüt sagen, aber da waren ja keine Pferde eben. Die nehmen wir hier, die. Du solltest eigentlich nur ein bisschen langsamer werden. Du solltest nicht direkt stehen bleiben. Du belädst dein Pferd mit dem Stamm. Okay. Ja, also sieht auch gar nicht so schlecht aus. Oder was sagt ihr beiden? Na? Okay, wir drehen jetzt erstmal. Wir würden drehen, wenn wir den Platz hätten. Ich hoffe, der knallt jetzt hier nicht runter, wenn ich irgendwo gegenkomme. So. Alle reiten hier kreuz und quer. Aber ich muss ja erstmal wieder dahin kommen, wo ich herkam. Aber es ist, also es dauert ganz schön lange, bis man die Reparatur durchgeführt hat hier.
Nein, du sollst nicht ganz stehen bleiben. Dieser Stamm sieht sehr gut aus. Lass mich ihn etwas genauer inspizieren. Hm. Daraus wird man gute Bretter machen können. Genau den brauche ich. Die Handbremse meines LKWs ist ganz schlecht, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich den vor die Räder meines Wagens lege, dann kann er nicht mehr einfach wegrollen. Wie auch immer, gut gemacht. Toll. Dafür habe ich jetzt Holz geholt? Oh, was ist das? Die Reparaturen gehen weiter. Hallo Susanne. Benutze die imprägnierten Bretter, um die Brücke zu reparieren. Wir brauchen erst Boden unter den Füßen, bevor wir mit dem nächsten Schritt weitermachen können. Ah, ich rieche schon den Wald des Grüntals. Du kannst dir gerne meine Maschine leihen, um mehr Bretter herzustellen, aber immer nur einmal am Tag. Die Maschinen sind alt und dürfen nicht überfordert werden. Wenn du nicht warten willst, kannst du auch fertige Bretter bei Billy Bulldozer auf der GED-Baustelle in Moorland kaufen. Ich würde ungern warten, sagen wir es mal so. Dann wollen wir mal Bretter für die Brücke herstellen, Susanne. Lass dich nicht vom Vorgang einschüchtern, du wirst das ganz toll machen. Zuerst brauchst du einen Stamm, also hole einen bei der verlassenen Farm. Danach kannst du die Maschinen dazu benutzen, Bretter herzustellen. Du musst die Maschinen in der richtigen Reihenfolge benutzen. Zuerst die Sägemaschine, dann die Hobelmaschine und dann die Imprägniermaschine. Verstehst du? Gut. Viel Glück. Wende dich an mich, wenn du noch Fragen haben solltest. Okay. Dann machen wir das mal. Achso, da hinten ist die Sägemaschine. Also, Moment. Was hat er gesagt? Sägemaschine, Hobelmaschine? Also ich nehme mal an, dass das letzte, diese komische Runde jetzt die Hobelmaschine darstellen soll. Ja, das war ein toller Sprung. So. Ja, das ist natürlich doof, wenn man diese Quest jetzt nur einmal am Tag machen kann und dann unheimlich lange braucht, bis man zum nächsten darüber geht. Das ist schon ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber gut. Boah, was hat der denn für einen komischen Waschbärenschwanz da hinten? Aber sieht schon cool aus. Ich reite halt auf einem Anfängerpferd. Aber ich habe dafür ein sehr, sehr süßes Anfängerpferd, muss ich dazu sagen. Halt, stopp, 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 stopp. Gehst du da hin? Los, komm. Jetzt. Achso, muss ich übers Menü machen, okay. Und ich muss mal wieder absteigen. Okay, machen wir das doch. So, mein Pferd wird hier einfach massakriert. So, jetzt habe ich das Brett drin. Ich denke mal, dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich auch absteigen. Zum letzten. Oder auch nicht, weil er es nicht will. Okay, da wir jetzt sowieso schon fast bei ihm sind, kann ich das Ganze auch direkt mal abgeben hier. Kann ich das abgeben? Ja. Lass mich sehen, Susanne. Hm. Dieses Brett ist fantastisch. Du kannst wirklich gut mit den Maschinen umgehen. Jetzt müssen die Maschinen ein wenig ruhen. Sie sind sehr alt und halb verrostet. Ich möchte nicht, dass sie überlastet werden. Falls du nicht warten willst, kannst du auch Bretter bei Billy Bulldozer auf der GED-Baustelle kaufen. Er verkauft imprägnierte Bretter, doch sie sind sehr teuer. Du kannst die imprägnierten Bretter benutzen, um die Brücke zu reparieren. Finde einfach eine gute Stelle, wo du sie platzieren kannst. Bis bald. Achso, ich dachte, ich kann das jetzt direkt machen, okay. Boah, da brauchen wir aber
wahnsinnig viel, also wahnsinnig lange, wenn man die ganze Brücke, also es ist ja die Hälfte der Brücke, glaube ich, die man hier reparieren muss, wa? Dann kommt da nur ein Brett hin, oder was? Ach du Schande. Eieiei, ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, um die ganze Brücke dann hier zu reparieren. Puh. Ja. Und da oben, da ist ja nun ganz, ganz klein wenig jetzt weitergegangen. Das heißt, es dauert ja unheimlich lange, bis man da wirklich durch ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch zu geizig, um da jetzt die Bretter zu kaufen. Ich meine, er hat schon gesagt, die sind sehr teuer. Ich weiß ja nicht, wie teuer die sind. Aber das ist schon heftig irgendwo. Ja, aber damit haben wir zumindest diese Aufgabe für heute schon mal erledigt. Und allzu viel haben wir jetzt im Moment... Ach doch, wir haben noch diese eine Quest, wo wir den Kerl noch überreden müssen, diesen Jasper. Da könnten wir vielleicht noch mal kurz hinreiten.